Fuck. Linda Castle. Sie hat aber überlebt. Ist eine Weile her, ne? 20 Jahre mindestens. Ich zähle die Jahre nicht mehr. Gut für dich. Wirkst ziemlich rüstig für einen alten Mann. Tut mir leid. Mal kurz. So, Entschuldigung. Aber sie muss ja überleben, sonst würde es ja hier nicht spielen, ne? Also denke ich mal, dass er sie gerettet hat. Ewigkeiten müssen wir uns sparen. Uns bleibt kaum noch Zeit. Wir müssen reden. Entschuldigung, wer genau bist du bitte? Ja, und warum bist du so aggressiv, wenn du nur reden möchtest? Halt dein Lügenmaul und scher dich um deinen eigenen Dreck. Sam, soll ich mich auch um meinen eigenen Dreck scheren oder meintest du nur den Lügner Stan? Maddie, das ist Sam Green, Sheriff von Cedar Hills. Das ist nicht dein Zuständigkeitsbereich, Opi. Früherer Sheriff. Warum bist du hier? Du weißt verdammt gut, warum. Ich muss es vergessen haben. Oh, das ist ja schön für dich. Ich muss nämlich andauernd hinter deinem kleinen Problemkind aufräumen. Moment, redest du etwa über den Film? Redet er über den Film? Oh, du hättest nicht kommen sollen, Linda. Das verfluchte Ding hätte vergessen bleiben sollen. Es wird das Ende dieser Welt sein. Und vielleicht das aller anderen. Hm. Oh, hör auf, Sam. Glaubst du wirklich an einen Fluch? Das ist nicht echt. Wie kannst du das sagen, nachdem was passiert ist? Was ist denn passiert? Du weißt wirklich nichts mehr? Das alles nur wegen damals in Cedar Hills. Was passiert ist, damals oder jetzt? Verstehst du denn nicht, was ich sage? Ich... Nein, tut mir leid. Ja. Sag mir einfach, dass du deinen Filmstreifen noch hast. Ja, den habe ich noch. Und Sie? Wir haben alle unser Stück. Oh Gott sei Dank. Dann komme ich nicht zu spät. Aber Augustine hat uns ein Angebot gemacht. Und ja. Ihr habt es abgelehnt. Richtig? Nein. Wir haben uns noch nicht entschieden. Okay. Okay. Damit können wir arbeiten. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, haben wir noch eine Chance, die Kurve zu kriegen. Mhm. Linda, wovon redet dieser Typ da? Vom Filmstreifen, von dem ihr alle ein Stück habt. Ein Teil des Films, den Linda mit Freunden gedreht hat. Mit meinem Sohn. Es ist nicht nur ein Film. Es ist ein Gefängnis. Für etwas viel Älteres. Etwas Mächtigeres als alles, was die Menschheit begreifen kann. Es reine, bösartige Verderbnis. Und ihr Hunger ist grenzenlos. Oh, okay, Sam. Trägst wieder etwas zu dick auf, oder? Das sagt ja der richtige Bruno Stafford. Moment. Ihr beiden kennt euch? Ah. Leider bin ich schon längere Zeit das Ziel der absonderlichen Anschuldigungen und dramatischen Behauptungen des früheren Sheriffs. Er ist total wahnhaft. Aber eins muss ich dir lassen. Du siehst besser aus als bei unserem letzten Treffen, was? Wie machst du das? Hat der Scharlatan erzählt, wie er meinen Sohn manipuliert und ihm sein Stück Film abgenommen hat, als Robert eine sehr schwere Zeit durchmachte? Ich bin zu jeder Zeit ehrlich. Ich schleiche nicht im Dunkeln herum wie ein schmuddeliger Kleinganove. Scheiß drauf! Reflexe hat er. Ich hab genug von deinem Scheiß. Sollten wir ihm folgen? Geh los und behalte Stan im Auge. Ich bleib hier. Was er da alles gesagt hat, meint er das ernst? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass jemand von uns allein losziehen sollte. Ja, deswegen sollst... Naja.
War das vorhin verschlossen? Hey! Hey, warte doch mal! Stan! Nee, wir gucken uns... Ja, das Ziel ist ja eben zu folgen. Das heißt, ich habe jetzt keine Zeit, mich umzuschauen. Wo ist er hin? Warum ist das hier? Mach Glas zu. Also zurück. Das war vorhin anders da. Stan! Hockst du etwa auf der Toilette oder was? Das Haus ist seltsam. Keine Ahnung, wo ich hin... Okay, das ist doch dieselbe Tür wie vorhin. Ne, da ist so, okay. Okkultismus. Das hat mir noch gefehlt. Ich will da eigentlich nicht runter. Danger, hi, wunderschön. Na, toll. Schon immer, dass jedes reiche Arschloch so ein Zimmer im Haus hat. Gut, das funktioniert. Jetzt nur noch zwei dieser Ringdinger. Ach, schon.
Ja. Noch nie von einem normalen Einschalter gehört. Okay, nur noch einmal. Die hat echt eine Zeitmaschine gebaut, ne? Die hat wirklich eine fucking Zeitmaschine gebaut. Alter Falter. Kapitel X. Meanwhile in Cheddar Hills. Stimmt ja, der ist geflohen. Bist du okay? Oh. Wow. Was ist, junger Mann? Gar nichts. Ich helf dir. Alles gut. Ist nichts. Aber du siehst aus, als wäre was... Ich suche nur meinen Dad. Den Sheriff? Oh, den Sheriff? Ja. Hast du ihn gesehen? Oh, ja, schon. Wo? Hier und da, hin und wieder. Irgendwie taucht er immer an den seltsamsten Orten auf. Halt, wann war er denn hier? Gerade eben, oder wie? Oh, vor mehr als einer Minute? Weniger als ein Leben. Gut. Okay, danke. War mir ein Vergnügen. Ich werde ihm sagen, dass du ihn suchst. Kapitel 8. Mystery Murder. Erneut. Deswegen Sie kamen sicher hier vorbei. Ich wäre mir hier über gar nichts sicher. Wie hat sie dich hergelockt, Linda? Was hat sie dir geboten? Hm,
Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, er hat sie gerettet. Da. Ich weiß nicht. Wir sollen kooperativ sein. Sie will mir Freiheit geben. So, Freiheit? Seit unserem Film damals war jeder Tag die Hölle für mich. Die Träume, die... Ich schlafe nicht sehr viel. Das ist in meine Filme eingeflossen. Wie ein Ehrenabzeichen. Aber 30 Jahre davon. Sicher war es genauso für Robert mit seinem Streifen. Und Augustin meinte, gib mir deinen Filmstreifen? Ich kann es nicht zerstören. Augustin ist mein Ausweg. Sie will auch die anderen zwei Stücke. Das von Stan und dem Mädchen. Sie heißt Maddie. Sie ist Bonnies Tochter. Bonnies? Was? Schwer zu glauben. Ich weiß, bis man ganz genau hinsieht. Exakte Kopie. Ich hätte mit Bonnie in Kontakt bleiben sollen. Und jetzt ist es zu spät. Zu spät? Bonnie ist kürzlich gestorben. So hat Maddie ihr Stück des Films geerbt. Ah. Das ist... Das ist schlimm. Was meintest du damit, dass das alles wegen Cedar Hills sei? Ich sagte, das liegt daran, was in Cedar Hills war. Und was immer noch passiert. Was passiert denn gerade? Was damals passiert ist. Kids drehen einen Super-8-Film? Im Stahlwerk? Das Werk ist seit Jahren weg. Ich sagte doch, ich zähle keine... Ach, komm schon, Sam. Seit du hier ankamst, warst du nicht ehrlich. Tut mir leid. Was ist? Ah, nichts. Nichts mehr. Mir geht's gut. Muss sie finden. Muss sie finden, bevor... Himmel senkt sich wieder und es ist... Ah. Sam, dir geht's nicht gut. Wir müssen Augustin finden. Jetzt. Ich glaube, du solltest kurz... Mir geht's gut. Hilfst du mir jetzt, Augustin zu finden? Oder willst du nerven? Wenn du erwartest, dass ich dir einfach traue, musst du dich mehr anstrengen. Du hättest anrufen können. Du hättest uns nicht angreifen müssen. Das war kein Angriff. Du weißt, was ich meine. Sam? 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 Hallo? Wo bist du hin, verdammt? Ja, ich glaube, ich muss da auch runter, ne? Was ist das für ein Haus? Oh mein Gott. Also das ist auf jeden Fall etwas. Merch.
Ich denke mal, dass hier nichts irgendwo drin ist, sondern dass es wirklich nur das ist. Genau. Teile des Films. Bonnie war nicht in dieser Szene. Es war Chris. Das ist falsch. Okay, das haben wir nicht gefilmt. Woher kommt die Szene? Ganz ruhig. Hast du das gesehen? Was meinst du? Hast du gesehen, was Augustin vorbereitet? Etwas stimmt nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Langsam erkennst du, womit wir es zu tun haben. Mhm. Und leider könnte es schon zu spät sein. Komm schon. Stopp. Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was genau hier vorgeht. Und versuche erst gar nicht, irgendwas zu sagen, das nicht absolut wahr ist, okay? Die Wahrheit kann oft heikel sein. Sam! Hör zu. Es tut mir leid, Linda. Aber ich kann dir einfach nicht das geben, was du willst. Absolut nichts daran gefällt mir. Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz zieht bei mir nicht. Linda. Nein. Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Dachtest du, ich hätte nichts bemerkt, als du hier ankamst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter als ich. Wie kann das richtig sein? Was willst du damit sagen? Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Er war in der Zeitkapsel. Für jeden unserer Pfade gibt es einen, auf dem ein Schatten geht. Eine andere Realität, eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Ich habe diese Zeitachsen gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gebannt. Mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert. Frank Stone wird auferstehen.